So, hier ist noch was. Laut dem Bericht sollte der Aufzug dahinter sein. Hoffen wir, dass er nicht zugemauert wurde. Bisher nicht. Aber es ging nur der eine, ne? Hm? Da. Okay, ich muss nur den Durchgang freimachen. Hm, wir versuchen das mal. So, komm. Los. Eieiei. Direkt mal ein ganzes Regal auf Seite geschoben hier, die Kate. Dürfte reichen, oder? Nee? Reicht nicht? Okay, ich hatte abgebrochen. Das war mein Fehler. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt dürfte es aber reichen, ne? Jetzt haben wir das ganze Regal auf Seite geschoben. Okay, nach oben gehen. Wunderbar. Wir gehen nach oben. Oh, jetzt hat sie dir das aber aufgerissen. Hoffentlich funktioniert der Fahrstuhl auch noch wie soll, dass wir jetzt nicht gleich stecken bleiben. Das wäre eine Maßnahme. Huch. Das war der Vibrationsalarm von meinem Joystick. Entschuldigt. So, jetzt sind wir zumindest oben. Gucken wir jetzt erstmal hier. Trotz ihres Alters sind sie immer noch umwerfend. Wie lange sie wohl schon nicht mehr aktiviert wurden. Mhm. So, hier können wir nach oben. Hier ist aber auch sonst nichts, ne? Nee. Okay, dann gehen wir wieder hier rum. Mal gucken, wo wir jetzt hier landen. Okay, hier ist dieses Pult. So. Mhm. Aber eigentlich kann ich nur schauen, ne? Ich kann sonst nichts tun. Da kann ich auch noch untersuchen. Da. So, und jetzt? Okay. Sehr gut. Dann drücken wir schon mal den Knopf. Oh, bitte lass es funktionieren. Das war's mit dem Antrieb. Jetzt sollte ich die großen Türen öffnen. Kann ich denn da im Automaten noch was machen? Nein. Also. Erstmal nach unten. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was sie mit großen Türen meinte. Ich will nicht riskieren, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn ich jetzt gehe. Okay. Trotz ihres Alters sind sie immer noch umwerfend. Wie lange sie wohl schon nicht mehr aktiviert wurden. Also, wo habe ich was übersehen? Vielleicht doch hier? An dem Gerät? Nee, ne? Da ist auch nichts. Nee, dann müssen wir nochmal hoch. Mal sehen, ob hier doch noch was ist. Hier kann ich nichts mehr tun. Was haben wir? Ah, hier ist noch. Gut, gehe ich die andere Seite runter. Ah ja, hier sind noch Sachen. Okay. Das ist. Sieht aus wie ein Ersatzteil für Automaten. Gut, wer weiß, wofür wir es brauchen. Hier ist sonst nichts. Dann können wir da an dem Rad drehen. Hier, ne? Ja. Dann sollte das auch mit den Toren klappen. So. Wie weit müssen wir denn da drehen? Okay.
So, Schritt 1. Gut gemacht, Kate Walker. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, um zu vollenden, worum der Rektor Sie gebeten hat. Danke, Oscar. Aber ich muss immer noch die anderen Mechanismen... Das stimmt, die anderen Mechanismen müssen wir auch noch finden. Das war ja jetzt erst der erste Schritt. So. Okay. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich nochmal mit Dana sprechen. Also gleich nochmal die Zeit wechseln. Aber erst gehen wir mal hier raus. So. Hoffen wir mal, dass da beim Runterfahren nichts mehr schief geht. Aber sollte ja eigentlich nicht. So. Wir gucken nochmal zur Sicherheit. Muss ich Sie daran erinnern, dass wir hier unerlaubt eingedrungen sind? Der Mitarbeiter wird sehr überrascht sein, wenn Sie aus seinem Hinterzimmer kommen. Das stimmt allerdings. Wir gehen einfach wieder raus. So. Da müssen wir jetzt mal gucken. So, dann müssen wir jetzt nochmal nach den anderen Mechanismen gucken. Kann ich da jetzt reingehen? Ehrlich? Tatsächlich. Mal sehen, was wir da noch, was da jetzt kommt. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ach, der Platz. Komm, wir fragen mal. Wie kommt es, dass der Platz so berühmt ist? Wegen des mechanischen Orchesters. Das war früher eine ziemliche Attraktion. Jedes Jahr trat der beste Student der Akademie mit ihm auf. Genau wie die berühmtesten Musiker aus aller Welt. Oh, das klingt faszinierend. Gibt es heute eine Aufführung? Ich fürchte, nein. Vor einigen Jahren hat der Stadtrat über eine Computersteuerung diskutiert. Aber der Plan wurde nie verwirklicht und seither hat keiner mehr sein Konzert gehört. Und die Musikakademie? Wissen Sie etwas über die Musikakademie Wagen? Das große Gebäude auf der anderen Seite des Platzes. Früher war sie auf der ganzen Welt bekannt. Aber jetzt nicht mehr? Nun, was man so hört, studiert heute kaum noch jemand dort. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie dicht machen. Was ist denn passiert? Budgetkürzungen durch den Stadtrat, denke ich. Die Akademie kann nicht sehr einträglich sein. Verstehe. So, Tourismus? Es sind eine Menge Touristen auf dem Platz. Tatsächlich. Er zieht jedes Jahr Tausende von Kunden an. Das ist ein wahrer Segen für uns Händler. Und auch für die Stadtbewohner? Das weiß ich nicht. Ich wohne in einem Vorort, wie die meisten Leute. Die Mieten in der Stadt sind fast nicht zu bezahlen, wissen Sie? Kennen wir irgendwoher, ne? Danke, ich sollte jetzt gehen. Beehren Sie uns wieder. Auf Wiedersehen. Der war ja nett. Okay, weil ich glaube, hier ist... Wer hat denn da seine Tasche hängen lassen? Oh je, will ich mit dem Streit haben? Ich glaube nicht. Ich lasse es besser. Ah, da ist noch ein Bild. Mitarbeiter des Monats. Joshua Denke. Für überragende Leistung und Engagement verliehen von Harry Beckenbauer, Regionalleiter. Ach ja. So, jetzt müssen wir nach den anderen Mechanismen mal gucken, was wir da noch rauskriegen. So, und dann müssen wir gucken, wie wir den Wagen auf Seite bekommen. Das war nur zum Schauen. Und hier. Da brauche ich auch wieder einen Code. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, wenn ich das eine hier so sehe. Ich glaube nicht, dass dieser Code im Bericht erwähnt wird. Ja. Und das habe ich, glaube ich, das gleiche Problem habe ich, glaube ich, hier auch, ne? Ja. Ich glaube, muss nochmal wechseln. So, hier, das haben wir ja geklärt. Dann gehen wir nochmal raus.
So, und dann doch nochmal an die Geräte. Dann, was haben wir? Da konnte ich ja gucken und hatte mir das aufgeschrieben. Die Frage ist, hat der es auch geöffnet? Oder ich spreche erstmal mit Frau. Die Automaten auf dem Platz reparieren, der Weg zum Mechanismus hinter dem Lieferwagen freimachen. Aber wahrscheinlich... Ah, warte, ich muss wahrscheinlich nochmal hier hoch. Entschuldigung, sorry. Da hoch. Da war doch... Ich habe doch dieses Schlüssel schon gefunden. Vielleicht kann ich damit was machen, die Fähnchen irgendwie oder so. Hier. Aber hier geht gar nichts, ne? Doch. Einer geschafft. Drei fehlen noch. Mhm. Tja, das ist die Frage. Wie mache ich das? Das wird wahrscheinlich andersrum nicht funktionieren. Ich kann es ja mal probieren, aber... Ich kann den ja gar nicht... Doch. Sechs. Vier. Zwei. Acht. So, und jetzt ist die Frage, wenn auf der Rückseite die acht sein soll... Ich glaube, hier muss ich noch eins weiter. Ich habe insgesamt 9 Positionen. Ne, 10 Positionen. Dann brauche ich 5. Damit auf der Rückseite das sein müsste, was ich haben möchte. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das muss ja dann die 1 sein, wenn ich 5 Positionen. Also das müsste ja dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und die 4 plus 5 sind 9. Genau. So. Und dann hatten wir hier C, D, G, A. Aha, ich muss erstmal hier die und das da. So. Gut. Das ist ja dann wahrscheinlich der, der als letztes durch muss. Okay, das sollten wir uns nochmal mit der, genau, mit A hier anschauen. Wir haben den Mechanismus ja jetzt schon mal geöffnet. So. Genau. Okay. Der bleibt unten, der andere bleibt oben. So, der ist an, das ist, das C ist an 4. Stelle. Das G ist an 6. Stelle. Das D ist an 5. Stelle. Und das A ist an der 2. Stelle. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Okay. Mal sehen. So, das haben wir schon, das C. Das und dann nach unten. 4, so, dann haben wir
So. Oder muss ich die alle erst runterbringen? Wenn das an sechster Stelle ist. Ich fürchte ja. Moment. So. Dann drehe ich. Das muss ein G werden. So. Und dann kann ich das natürlich auf Position 6 bringen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss ich das wieder zurück. So. Das muss noch eins zurück. So, das muss ein G sein. Kann das noch weiter zurück? Nee. Ah, okay. Warte. So, das kann... Das ist dann ein C. Und das nehmen wir dann mit damit auf die Position 4. Das kann eins nach oben und dann nach vorne. Und dann muss es eins nach unten. Mehr nach unten. Ich mache mal noch die anderen. 5 und 2 haben wir da. Und das ist ein D. So, dann kannst du schon mal wieder nach oben. Und das ist Position 2. Ein A. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das hier ganz nach unten kriege. Kann ich denn... Muss ein G sein. Das reicht aber nicht. So, das kann ja nur so. Und das? Genau. So, und jetzt kann ich das nach unten drücken? Nein. Ah, ich hab's gefunden. Wir nehmen den. Wir nehmen den. So, das zweite ist ein G. So, okay. Dann bitte eins zurück. Und das war dann ein D auf fünfter Stelle. Klappt es. Genau. Wunderbar. Etwas stimmt nicht. Okay.
Dann muss ich kurz wechseln. Okay, das Stäbchen muss draußen sein, das Stäbchen muss draußen sein.